Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück in Siedler. Weiter geht's und zu meinem letzten Let's Play. Ich habe ein bisschen die Lager voll gemacht. Sie sind wirklich voll. Ja, also ich hatte schon mal die Meldung, dass das Lager voll ist. Sie konnten da nicht mehr produzieren. Ich habe hier ein paar Wohnhäuser gemacht und ich habe hier gesehen, wenn man die dann dreht, die sehen wirklich alle unterschiedlich aus. Man sieht es jetzt, glaube ich, ja, man sieht es. Also hier, die haben ganz verschiedene Designs drinnen bei diesen Wohnhäusern. Also sehr cool gemacht eigentlich. Hier, diese Verbindungen, so Doppelhaus. Wenn sie alleine stehen, dann nicht, weil sie auf der Schräge steht. Aber so nebeneinander verbinden die sich. Also sehr cool gemacht. Gefällt mir. Ah, muss ich ehrlich zugeben. Hier stehen noch welche rum. Ihr klemmt mal ein bisschen was. Ihr könnt das mal hier klemmen. Holt euch das mal. Und wir bauen jetzt mal weiter an der Schmelzhütte und den Eisenbahn. Wir lagern ja alles da hinten, was ich weiß, ne? Genau. Und können jetzt eine Schmelzhütte bauen. Schmelzhütte. Forsthütte gibt es auch. Ah, übrigens, ich habe hier auch eine Jagdhütte reingebaut. Hier. Ah, er sagt aber, hier sind sie ein bisschen weit weg. Ja, ich weiß. Macht aber nichts. Die schleppen das eh davor. Und wir haben eh das Lager voll. Ja, also hier ist es kein Problem. So. Warum ist es hier nicht geclaimed? Willi? Okay. Ich bin erstaunt. Wo ist jemand, der pennt? Hier oben. Gibt es etwas zu tun? Claim das eine Mal. Ich kann alles. Okay. Jetzt können wir bauen. Wir brauchen die Schmelzhütte. Die müsste hier drinnen sein. Genau. Da werden wir zwei Schmelzhütten bauen. Einmal. Zweimal. Denn wir brauchen das Zeug für unsere Waffenproduktion. Wir müssen nämlich schön Waffen herstellen. Und hier hinten, hier die klemmen hier eh. Das passt. Hier auch. Hier können sie sondieren dann. Also hier haben wir auch noch Mats. Mats ohne Ende. Und hier geht es auch noch weiter. Aber hier geht es, glaube ich, platsch. Ne, hier ist auch noch was. Okay, Riesengebiet fürs Erste. Ja, also ist etliches los. Gefällt mir. Ja, ihr habt also wirklich genug zu tun. So. Die bauen das jetzt mal. Und jetzt schauen wir mal, was er dann von mir will. Aber ich denke wohl, die Waffenschmiede will er dann von mir haben. Denke ich. Wird Sinn ergeben, ne? Weil wir brauchen Waffen. Ingenieure haben wir, glaube ich, genug. Schauen wir mal, ob wir noch welche. Ja, hier stehen etliche rum. Also wir werden noch mal ein paar Ingenieure bauen und ein paar Abenteurer. Ja, und die schleppen das auch hier rein. Also auch hier die Lager. Das ist okay. Also die schleppen mir wirklich alles rum. Hier Kohle ist auch fast voll. Ja, läuft. Also haben wir gut gemacht am Anfang. Wir haben es sehr clever gelöst, würde ich mal sagen. Und die müssen jetzt Eisenbahn produzieren, sobald sie fertig sind. Gib mal ein bisschen Gas hier. Der steht rum, ich sehe dich. Mach was. Die kratzen hier am Kopf, Alter. Bau das Ding jetzt. Sie entspannt sich hier. Hier wird geklöppelt. Wie sie reinhauen. Die Träger hier mit dem Fleisch, wenn da vorbei und so weiter. Das ist von der Jagd hinten. Ja, es läuft mal, würde ich sagen. Man hat auch wirklich genug Platz, aber ich glaube, wir brauchen noch Wohnhäuser. Wir haben 210 Bevölkerung mittlerweile. Also wir können irgendwo noch eine Menge Wohnhäuser hinbauen. Denn, also Leute brauchen wir ohne Ende irgendwie. Irre. Geht so schnell. Also bevölkerungstechnisch muss man sich hier nicht wirklich Gedanken machen. So, du produzierst jetzt, ne? Genau, der braucht Stein und das hier. Genau. Also Stein und Kohle? Kohle ist es. Da entstehen dann die Barren draus. Und aus den Barren können wir Waffen machen. Und es gibt drei verschiedene Gattungen. Wir haben Bögen, Schild und Äxte. Und jeder ist eben für den Fernkämpfer so tanktechnisch und noch so Axt. Ja, also hier müssen wir dann gleich mal weiter bauen.
Aber ihr produziert jetzt, ne? Komm, kloppt mal hier, können wir ein bisschen Gas geben. Fleisch haben wir ja. Genau. Errichte eine Waffenschmiede. Siehst du? Okay. Wir brauchen Waffenschmiede und Ausbildungsgelände. Haben wir genug Platz hier? Haben wir. Wir brauchen Waffenschmiede. Da werden wir aber zwei Bauern nebeneinander, werden wir die stellen. So. Einmal. Zweimal. Die werden wir gleich mal verbinden hier. Genau, die machen wir mal so. Und wir brauchen ein Ausbildungsgelände, wo wir eben... wo ist es? Ausbildungsgelände. Wo wir unsere Rekruten ausbilden. Zack. Okay. Passt. Somit haben wir einen. Und wir müssen eben Soldaten rekrutieren. Ah, wir brauchen aber drei. Warte mal, wir brauchen drei... Nicht zwei, sondern drei von den Waffenschmieden brauchen wir. Kriege ich da noch wo eine hin? Ja, daneben kriege ich noch eine hin, ne? Nein. Warum kriege ich die nicht hin? Ich brauche noch eine. Oh ja, hier kriege ich sie hin. Fertig. Okay, 1, 2, 3. Somit können wir nämlich einmal Bogen einstellen, einmal Schild und einmal Äxte. Wenn sie das fertig haben. Und ihr lasst sie krachen jetzt, ne? Ja, genau. Alles mal zwei, weil Futter. Und Futter haben wir, glaube ich, genug, ne? Wie viel haben wir? 18. Naja, das wird reichen. Wenn ich baue noch eine zweite Jagdhütte, aber es reicht. Fürs erste Let's Play, für den, also für den Akt, reicht's. So, du bist fertig. Da fehlt noch ein Holz. Komm, hopp, hopp, mach ran, mach hin her, er her. Ich bin so müde. Es interessiert mich nicht, ich brauch's Holz. Gib's ab und dann kannst du pennen. Passt. Okay, somit, wir haben auch das Gelände. Und man sieht hier, man braucht hier eben die Schilde dazu, hier die Axt, Bögen und dann gibt's noch Gold. Aber die haben wir noch nicht. Ja, also, das kommt dann erst später. Das heißt, den ersten stellen wir ein auf Schild. Schildproduktion. Den zweiten werden wir halt auf Bogen und den anderen auf Axt einstellen. Dann können sie sich hier kloppen. Okay, das heißt, hier haben wir Schild. Hier machen wir rein Bogen. Und da hinten machen wir dann die Axt. Dann können sie mal ein bisschen Gas geben. Produzieren wie die Bösen. Komm, Klöppel fertig. Nein, jetzt. Und Axt. Passt. Sehen wir dann oben, wenn sie fertig sind. Die holen das. Okay. Der Weg ist kurz, würde ich mal sagen. Kürzer geht's nicht. Okay, so. Jetzt da. Sieht man, hier kann man jetzt schon mal, wir haben ein Schild. Kann man mal einen Schildträger machen. Und Axt. Und Bögen. Okay, das heißt... Wir warten mal kurz, dass es sich skippt jetzt hier, denn ich will hier mal ein paar produzieren und das wäre doch ein bisschen langweilig. Ja, wenn wir denen jetzt zusehen, wenn sie hier das reinklöppeln. Also bis gleich. Somit, ich habe mittlerweile 9 Soldaten rekrutiert. Ich habe auch hier ein bisschen noch was offen und kann jetzt noch da ein, zwei Schützen bauen, Wächter. Na, ihr könnt es dann also machen, wie ihr wollt. Ja. Also immer einstellen. Ihr könnt es auch automatisch rekrutieren. Und man sieht, es wird hier relativ busy. Na, also, die stehen hier schon alle rum überall. Haben also hier doch schon eine Menge von diesen Soldaten. Ja, also, alle Soldaten ausgewählt. Ja, und dann kann man sagen, okay, kommt mal alle zurück. Wupp, und dann geht das auf Cooldown, aber jetzt stehen wir alle da. Na, ihr seht also, ich habe jetzt alle hierher beordert. Alle, die ich habe. Na, das könnt ihr also per Knopfdruck machen. Wir müssen jetzt das Banditenlager im Norden erobern. Wir sind natürlich jetzt ganz schön overpowered, würde ich mal sagen. Ja, aber es ist mir egal. Das heißt, wir markieren mal alle. Rekrutierung abgeschlossen. Ja, und die armen Banditen. Wir werden jetzt mal über die Banditen herziehen.
Und die werden sich wundern. Ich glaube, ich bin echt overpowered. Also ich glaube, da... Ja. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Aber ist egal. Ja, von zu viel kann man nie zu viel haben. Warte auf Befehl. Ja. Komm mal rück mal hier vor. Und jetzt, es gibt jetzt ein gutes Gekloppe. Aber hier seht ihr, da kann man relativ viel erkunden trotzdem. Wir haben ein Gebiet entdeckt. So, wie viel sind das? Ah, die sind ganz schön arm dran jetzt, na? Alter Schwede. Feindkontakt. Ja, dann mach die fertig. Geht schon, los. Die haben eh keine Chance, oder? Die Armen. Fertig. Alle umgefallen. Okay. Okay, das war's. Sorry. Okay, wir müssen jetzt hier Belohnung holen. Das heißt also, ich brauche wieder meine... Ich denke wohl, oder? Oder können die das? Ne, die können das nicht. Also ich brauche jetzt wieder ein paar von meinen Schläfern da unten. Wo auch immer die Schläfer sind. Hier. Hier pennen ein paar. Ich nehme die jetzt da. Und zieh die jetzt mal da nach oben. Und sag denen, sie sollen jetzt hier das Zeug liefern einfach. Das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Oder? Denke ich mal. So, wir müssen nach Überlebenden suchen. Das werden wir mal machen. Und die müssten eigentlich am Weg sein, oder? Kommt ihr? Ja, ja, die sind am Weg. Okay. Passt. So, wo müssen wir denn weiter? Wir müssen da nach hinten. Okay. Mir tut alles weh. Mir tut alles weh, sagt er. Ja, mir auch. Also ihr seht eh unten auf der Map immer, wo ihr hin sollt. Na? Also immer schön... angreifen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Ach, hier muss ich hin. Okay. Achso, also da waren nur die Banditen. Okay. Sonst niemand. Was ist das für ein Volk? Wer ist denn das? Ich kenne ihn nicht. Immer reinstellen. Zeit. Wir werden begrüßt gerade. Film. Endlich sehen wir freundliche Gesichter. Die Wachen möchten, dass wir auf ihren Anführer warten. Aber Freunde. Es wäre mit Sicherheit besser, diesen in unser Dorf einzuladen. Okay. Ich Freunde. Erkläre ihnen den Weg und dann sollten wir uns auf den Rückweg zum Lager machen. Wer weiß, wann die Banditen wieder zuschlagen. Okay. Fertig. Ah ja, okay, das war's. Okay, läuft. Wo ist die Druidin? Lass ich die stehen? Ja, ich lasse sie da stehen. Begrüß die Besucherin am Hauptquartier. Mach ich. Oh. Maru Anna und willkommen. Ihr müsst die Gesandten sein, von denen ich hörte. Das Audio ist ein bisschen komisch. Gestattet, dass ich mich vorstelle. Ich bin Prinzessin Ayala vom Volk der Maru. Übersteuert, finde ich. Älteste Tochter der großen Königin und rechtmäßige Thronfolgerin. Oder hört es nur ich? Mein Volk hat beobachtet, wie ihr an Land gegangen seid. Und eure Berater haben mir mitgeteilt, dass ihr hier Zuflucht sucht. Das Königreich der Maru heißt euch herzlich willkommen. Wir werden euch helfen, euch einzurichten. Die Maru, okay. Und von der langen Reise zu erholen. Sehr gut. Ich werde als Vermittlerin zwischen euch und meinem Volk dienen. Warum können die nicht direkt reden mit mir? Aber egal. So angenehm wie möglich gestalten. Ist okay, dann vermittel. Ihr habt unsere Gesandten kennengelernt. Könnt ihr mir sagen, warum wir vor dem Dorf angegriffen wurden? Von diesem Vorfall hörte ich bereits. Es schmerzt mich zu erfahren, dass ihr den Banditen begegnet seid. Banditen? Ja, aber wir haben sie erledigt. Sind schon lange eine große Plage. Es hat sie auch geschmerzt. Unglücklicherweise können wir nicht viel Nahrung und Waren mit euch teilen, da unsere Siedlung vor 2 Nächten überfallen wurde. Sie haben fast die gesamte Ernte gestohlen. Ja, dann holen wir es uns wieder, würde ich sagen. Wenn ihr euch bereit erklärt, uns zu helfen, das Diebesgut zurückzuholen, ja. Werde ich euch alle viele Männer und freien Durchgang durch unsere Gebiete gewähren. Ich schaff das. Meine Späher haben im Norden ein Banditenlager entdeckt. Ich werde mit eurem Gildemeister einen Plan schmieden. Ja, sehr gut. Die Leute hab ich.
Besiege die Banditen. Ja, das machen wir gleich. Wir werden zuerst nur mal hier ausbilden, ne? Wir können nämlich ausbilden ohne Ende. Ich brauch Schützen. Schützen, Schützen, Schützen. Alles brauche ich. Krieger brauche ich. So, und hier deaktivieren. Ihr habt brav gearbeitet. Okay. Das heißt, wir haben hier noch Truppen gleich. Ja, die reichen ja eh vollkommen. Alter Schwede. Wir sind extrem overpowered, würde ich sagen. Da liefern die gerade wieder was zurück von hier, ne? Das ist erledigt, oder was? Nein, wann? Ah, hier kann ich auch noch was abholen. Lauft ihr eh hin und her? Ja, ja, die laufen hin und her. Ja, okay. Die erledigen das schon, okay. So, ich bekomme hier gerade meine Kämpfer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Die sind motiviert. Naja, da stehen sie rum. Das heißt, wir nehmen die jetzt da einfach. Nehmen die jetzt noch mit hoch. Die kommen dann irgendwann mal, denke ich mal. So, die kommen jetzt hier hin. So, und wir müssen jetzt die Banditen besiegen. Wir nehmen die mal. Gehen wir mal weiter. Es dauert aber eine Zeit, bis die da hochkommen. Ja, ich sehe es auf der Map. Ah, aber die sind am Weg. Okay. Aber das wird doch reichen. Wie viele Banditen werden uns erwarten? 5? 10? Wir sind genug. Wir sind viele, würde ich sagen. Aber es ist okay. Ich hole die anderen auch noch. Es dauert halt eine Zeit, bis die da hochkrabbeln. Ah, ich bin sicher overpowered. 100 Pro. Und ich habe mehr Bevölkerung als Häuser. Naja. Vielleicht gehen ein paar drauf. Wir haben ein Gebiet. Wie viel sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach komm. Easy peasy. Komm, fall über die her jetzt und der Ruhe ist. Los, ich möchte Gemetzel sehen. Ah. Genau, gehen wir gleich auf die ganzen Baden los hier. Oh, ich hab auch Leute verloren. Okay. Pum. Okay, Belohnung. Passt. Ich hol mal die anderen. Die müssen jetzt schon da sein, oder? Ja, die sind schon hier. Ihr kommt mal mit. Befehle? Befehle, ja. Ihr kommt mal hierher. Lauft mal hier hoch. Und es wird geheilt. Es gibt auch Heiler in dem Spiel. Ja, also ihr könnt auch dann irgendwann mal Heiler machen. Also ich glaube, im Moment habe ich keine. Aber es gibt Heiler. So, und jetzt müssen wir dann auch hier weiter runter. Ja, hier. Aber ich warte auf alle. Das ist ja viel besser, wenn wir alle kloppen können, oder? Kommt ihr? Ja. Ihr seid motiviert? Oh ja, sehr. Sehr viele Bogen. Gefällt mir. Fernkämpfer immer gut. Ja, nie mit dem Messer zur Schießerei kommen. Und das gilt hier auch. Ja, es hilft denen ja nichts, wenn die viele Schildtypen oder Axttypen haben, wenn wir mit dem Bogen kommen. So, jetzt können wir alle markieren. Hab ich. So, und dann geht's weiter. Kommen wir hier hin. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Ja, wo ist er denn? Oh, hier. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Gehen wir hier rein. Ja, oh ja, komm. Hier, gleich mal hier hin. Volles Rohr. Hier rangekloppt jetzt. Wie sie sich reinstürzen immer alle. Keine Chance. Er hat sich probiert zu heilen. Das war süß. Das war süß gerade. Er hat sich probiert zu heilen. Markieren. Stopp. Wo geht's hin? Hier nach hinten. Weiter geht's. Und unten produzieren wir immer noch wie die Bekloppten weiter, ne? Wie die Bekloppten. Wo geht's hin? Ach, hier oben. Oh, rot. Oh, das wird interessant.
Okay, rot. Sind die besser? Oh, das sind mehr. Oh, das sind viel mehr. Oh, okay. Ah, okay. Ich bin gespannt. 60 haben wir jetzt. Einen haben wir schon verloren. 57. Ui, wir verlieren Leute. Oh, war doch gut, dass wir schön ausgebaut haben. Oh ja. 44. Ui, die fallen wie die Fliegen. Aber die anderen auch. Nee, okay, wir machen es. Wir sind doch zahlenmäßig überlegen. Ja, ja. Tatsächlich. Cool. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Nix gibt's. Pause später. Jetzt kämst du. Was müssen wir denn machen? Ach, das hier? Ach, wir müssen das zerstören. Okay. Und heil euch mal hoch. Okay. Wir plündern gerade. Ey, wie cool ist das? Kann ich plündern? Kann ich das auch zerstören hier? Kann ich das zerstören? Ja, sieht danach aus. Als würden wir das gerade wegmachen. Ha. Huh. Aber gut. Muss ich das zerstören oder nicht? Finde das Lager und hol die gestohlenen Waren zurück. Ja, sieht danach aus, als muss ich es zerstören. Zerstör meinen eigenen Waren, Billy. Kann man da nicht näher? Könnt ihr da nicht näher? Dass ihr alle drauf kloppt? Ah ja, jetzt wird gekloppt, oder? Ja. Okay, ich bin erstaunt. Okay, das haben wir vernichtet. Müssen wir das überhaupt vernichten? Ich habe keine Ahnung. Ich vernichte doch die Waren auch, oder? Egal, ich gehe mal weiter. Ich schau mal hier hin. Nein, ich muss es. Muss ich es vernichten? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Hier sind die Waren, oder? Ich habe keine Ahnung, ob ich das wegkloppen soll oder nicht. Aber ist egal. Hier müssen wir hin, glaube ich. Oder? Ne, das ist gelockt. Also muss ich das doch zerstören wahrscheinlich. Okay. Ne, wir müssen es doch kaputt machen. Okay. Das ist gelockt. Zerstöre das Lagerhaus. Ah, okay. Lesen hilft. Okay. Zerstöre das Lagerhaus. Hopp, hopp. Mach das ordentlich. Genau. Schön. Schön wegkloppen. Schön brandschatzen. Ja. Wir haben ein bisschen wenig Power. Also Feuer hat normalerweise mehr Power. Das müsste eigentlich... aufzischen mir nichts, aber naja. Aber es sind nicht alle, ne? Die machen nichts. Das sind nur die hier. Okay. Der alleine da. Wirfst du alleine, ist auch gut. Aber wenn es brennt, brennt es, ne? Eigentlich muss man es einmal anzünden und warten. Man muss nicht nachhelfen noch mehr. Einmal ordentlich Feuer gemacht und gut ist. Normalerweise wird es reichen. Und die Map, glaube ich, sind wir fertig. Oh, gleich. Gleich. Kaputt. Okay. Okay, jetzt da. Und hier können wir Sachen holen dann. Okay, läuft. Dreh wieder um. Danke. Und hier brauchen wir jetzt nur reinlaufen, ne? Jo. Und dann haben wir das übernommen. Ah, das ist so... take the flag. So auf die Art. Ja. Cool. Erledigt. Das sieht nach einem sehr überstürzten Aufbruch aus. Fast alle Waren sind weg. Und sind es scheint abkaut? Nichts Wertvolles mehr hier zu sein. Okay. Ein paar Steine, einige Papiere, Überreste von Karten und kaputte Waffen. Sie Ach so, ist sie wieder da. Nicht mit unserem Widerstand gerechnet. Unsere Kartentante. Vielleicht ist ja etwas in diesen Trümmern zu finden. Ich werde alles mitnehmen und es mir in Ruhe ansehen. Mach das. Oh, cool. Das müssen wir jetzt einsammeln, ne? Denke ich mal. Ja.
Belohnung. Die haben wir schon. Jetzt muss ich, baue ich nur meine Dreh. Jetzt baue ich nur die Schläfer. Kriege ich die hier hin? Liefert Waren. Ich meine, die müssten jetzt losrennen eigentlich, oder? Ja, die bewegen sich, ja. Ich sehe sie auf der Map bewegen. Die haben einen ganz schön weiten Weg jetzt, ne? Von hier unten dann nach oben laufen. Meine Leute stehen auch da. Laufen die jetzt eigentlich? Ja, ja. Oh, ja, die laufen. Ich sehe es auf der Minimap. Ja. Ja, viel Spaß. Viel, viel Spaß. Wir gehen einmal Film schauen. Wir waren zu spät. Sie ist weg. Ja. Aber wir haben alles bekommen. Das ist inakzeptabel. Oder nicht? Ich fordere, dass wir ihr umgehend folgen. Du forderst, ich soll folgen? Ich verstehe, dass ihr hinter ihr her wollt. Ist klar. Aber ich weiß nicht, ob wir euch helfen. Sie meine Chefin jetzt? Wir brauchen euren Schutz. Ja. Mag sein. Genau, mag aber sein. Ich habe mein Volk nicht vor dem Krieg gerettet, um es in einen neuen zu verwickeln. Richtig. Solange diese Diebe hier frei herumlaufen, die will nur Rache. Ist weder mein noch euer Volk. Ja, nein, du willst Rache. Ja, genau. Die Königin der Banditen. Nee, du willst die Rache, nicht sie. Und ihr wollt bestimmt zurück, was euch gestohlen wurde. Darum geht es doch gar nicht. Sie könnten jederzeit wiederkommen und wir sind schutzlos. Tja, what can I say? Die Maru sind ein friedliches Volk, für keinen Kampf gerüstet. Sie würden uns niedermetzen. Ja, ich gebe euch Waffen. Wir können euch zeigen, wie man sich verteidigt. Genau. Aber das braucht Zeit. Sag ich doch. Wir müssen reparieren, was sie zerstört haben. Learning by dying. Und bald wird diese Insel für zwei Völker zu klein sein. Sehr bald. Ja, dann ihr geht und das wir bleiben. Das haben die Banditen zurückgelassen. Ist das vielleicht ein Hinweis? Das sind Gebetssteine. Sie werden für Totenfeiern verwendet. Cool. Sie müssen von der Insel Reach stammen. Reach? Einem okay. Wunderschönen Eiland hier ganz in der Nähe. Würdet ihr überprüfen, ob die Ruinen geplündert wurden? Ich mache uns aufbruchbereit. Naja, wir jetzt doch, oder was? Sieg. Der Sieg ist unser. Yes. Sehr cool. Läuft. Cool. Punkteübersicht. Charles, siehst du? Punktestand, Gebiet, Militärwirtschaft. Läuft. Weiter. Ja. Und jetzt geht's weiter im nächsten Akt. Auf der Insel Reach. Also, das erste ist abgeschlossen und dann geht's hier weiter. Ob man zurück kann, weiß ich nicht. Ob das überhaupt sinnvoll ist, aber ich denke wohl nicht. Denn, was würde ich dort machen? Die Insel Reach ist jo. Ein Ort von unvergleichlicher Schönheit. Genau, nächster aber Teil etwas im Mysteriöses Akt. Mysteriöses scheint einen auf Schritt und okay. Tritt zu begleiten. Da seid ihr ja. Ich habe einen ersten Entwurf für eine Karte gemacht. Den habe ich noch nicht erkundet, aber die Maru haben recht. Hier ist es wirklich wunderschön. Meint ihr? Ich finde, dieser Ort ist so schön wie jeder andere. Für Mann ist ihm alles gleich. Sehr schön. Sehr super. Seekrank? Sonnenschein. Mal wieder? Passt. Na gut. Ich würde empfehlen, dass wir uns etwas suchen, von wo aus wir die Gegend überblicken können. Können wir nicht einfach hier bleiben? Die Maru werden uns hier nicht wohnen lassen. Dieser Ort ist ihnen heilig. Also gut. Ich lasse vorsichtshalber die Arbeiter unsere Vorräte auffüllen, falls wir übereilt aufbrechen müssen. Also wir hauen ab, okay. Plündern und abhauen. Vielleicht Los. Sollten wir unseren Gastgebern einen Besuch abstatten. Die Siedlung liegt gar nicht weit von hier. In Ordnung. Das wird schon. Das wird schon, ja, ist klar. Ja. Wir haben ein Gebiet. Okay, somit sind wir hier jetzt da. Woanders. Genau, ich muss die Insel erkunden. Okay. Und hier ist im Moment dann mein Dorf. Wir haben auch hier eine Entdeckung gemacht. Und so weiter. Okay. Sieht groß aus. Auf jeden Fall. Haben wir hier wieder was. Auch etliche Sachen. Produzieren wir auch was. Okay, aber keine Kämpfer. Okay, ja, das sehen wir uns an, würde ich sagen, im nächsten Let's Play. Ja, oder wenn ihr Bock habt, ja, schreibt es uns in die Kommentare. Somit, ich hoffe, die Folge hat wieder gefallen. Ja, Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Charlie, du, da ist noch jemand. Was? Ich hab bis zum Ende geguckt. Es noch mehr? Was mach ich jetzt? Ja, dann sag ich Ihnen das mit den zwei Videos.
die Videos genau. Hier, okay? Und Abo. Das Abo hier Abo. Unten. Und die Glocke okay. Nicht vergessen ja, und zu drücken. Die Glocke nicht vergessen zu drücken. Ja, hab ich gesagt. Hab ich.